Bist du freudig? Und was sagt er? Es hat sich nichts verändert. Das ist genauso geil wie vorher. Weil ich einfach mal geil bin. Und ich sage euch willkommen zum nächsten Vlog. Ich komme jetzt gerade hier vom Fahrradfahren Tag 2 auf dem Oschersleben Vlog. Lager 2,5 Stunden Fahrradfahren von um 7 bis ca. 39. Musste mich halt erstmal kurz ein bisschen akklimatisieren, meine Beine kurz mal ein bisschen ausrollen, weil die waren dann echt Beton. Okay, wir fahren jetzt mal. Okay, Martin. What is the job at Mücke? What's the job? What's the job? Just clean. Cleaning the mirror. Yeah. Okay. Good job. So, André. Erklär uns mal deine Aufgabe. Du musst das Auto festhalten, dass das nicht vom Bock rutscht. Und im Weg stehen. Die haben ja schon angefangen, da war ja alles noch normal. Da haben die nicht den ganzen Bier in den Pokal gemacht und haben es komplett ausgeengt. Genau. Oder die Namensschilder, wo die über den ganzen Körper gemacht haben. So, Bennett. Mikey. Wie ist dein Fazit vom Tag? Ja, sehr bescheiden. Sehr bescheiden. Weil ist mal wieder eine Nase kaputt. Das ist aber nicht mal, das war ich nicht. Das hast du doch beim Schieben kaputt gemacht. Ja, genau. Und du, Stevie? Alle gehen mal ja nicht rein. Stevie findet gut. Ja, du bist der Beste. Nein, das stimmt ja nicht. Du musst jetzt nicht sagen, weil ich eine Kamera habe. Du kannst doch nicht sagen, dass ich scheiße bin. Nein, das stimmt nicht. Nee. Dann sehen wir uns morgen früh, wa? Ja. Sieben. Möchtest du noch was sagen, Stevie? Schöne gute Nacht. Ja? Schöne Nacht, Mikey. Morgen geht's von einmal von 4 und einmal von 6. Von 4 und 6, genau. Okay, Leute. Haut da rein. Jump rein. Ja, wir sind jetzt die Sonne auf dem Weg ins Hotel, wie man gesehen hat. Der erste Renntag ist zu Ende. Rennen natürlich wieder ein bisschen Chaos. Direkt am Anfang rote Flagge gehabt. Dann noch von 8 auf 6 vorgefahren. Ich glaube, zweitschnellste Rennrunde irgendwie so in dem Dreh, also Speed war gut. Ja, morgen geht es dann im zweiten Rennen von 6 los und im dritten von 4. Stevie, was machst du denn gerade? Was ist gerade deine Aufgabe? Mein Kaputt hat halt keine Aufgabe. Du hast keine Aufgabe? Gib mir mal eine. Sieht man das hier? Man sieht, Stevie hat keine Aufgabe. Und du, Bennett? Ich halte Stevie fester in der Nähe. So. Macht euch so lange im Zahn. Wie bitte? Was ist das? Was ist eigentlich deine Aufgabe? Genau, was ist denn deine Aufgabe? Keine Ahnung, was ich wieder in Scheiße gemacht. Ich soll hier rumstehen. Ich bin Oma. Ich weiß das selber nicht. Ich bin nur ahnungslos. So, wir sind jetzt hier auch schon am Sonntag. Haben gerade freies Training, drittes. Heute Abend dann Rennen. Ich werde jetzt noch meinen Mechaniker mal besuchen und mal zeigen, was deren Aufgabe ist, wenn man 7 Stunden Zeit hat. So, Bennett, du musst jetzt mal erklären, was deine Aufgabe ist. Pepsi trinken. Und mich vollmotzen hier. Und der meckert mich gerade richtig voll, ey. Weil ich was hast du denn jetzt gemacht? Weil es ein Pissesel ist. Bennett, wir müssen aber gleich vor. Jetzt schon. Guck mal, wie das Auto aussieht. Kick dir das mal an. Sieht gut aus. Weg hier.